Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Busfahrer Maximus und ich bin heute für die BVG in Berlin unterwegs. Und weil wir schon lange nichts mehr gehört haben von The Bus, dachte ich mir, ich werde den MAN Doppeldeckerbus für die Version 1.9 Beta einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wir sind gerade auf unser Betriebsgelände und werden 1, 2, 3, 4 Strecken abfahren oder Haltestellen. Und dann werde ich mal schauen, wie es bei euch ankommt, ob wir vielleicht mal wieder einen Livestream machen sollten. Ja, dann gebt dem Video einfach ein Däumchen und wenn ich dann merke, das ist noch ein bisschen Interesse bei euch da, dann werden wir definitiv mal wieder einen Livestream machen. So, ja, Maximus sieht natürlich aus wie so ein Osterei, aber lass uns einfach mal hier reingehen und den Motor starten. Zündung an, lange drücken, konzentrieren wir uns mal. Und ich hatte damals mal einen Knopf belegt, bloß die Türen wollen nicht mehr zugehen mit dem Knopf. Naja, müssen wir F9 drücken. Gehen sie alle wieder zu. Und dann würde ich sagen, fahren wir. Aber eine Sache ist, ich kann jetzt endlich rechts und links gucken. Ja, es funktioniert. Also, für alle, ich habe das G29 und da hat man ja dieses Dreieck oder dieses Steuerelement, wo man nach oben, nach unten, rechts und links Steuerkreuz, so nennt man das, genau, Steuerkreuz. Und das funktioniert jetzt. Ich kann jetzt rechts und links gucken. Wow, danke, danke, danke. Das ist auf jeden Fall jetzt implementiert und funktioniert. Hier ist ein bisschen leer alles auf dem Betriebsbahnhof. Ich sag mal Betriebsbahnhof, Betriebsgelände. Hier fehlen noch ein paar Busse, aber ich denke mal, da wird das irgendwelche Assets irgendwann mal geben. Vielleicht auch Elektrobusse, die hier aufgetankt werden oder aufgeladen. Aber was kann man dazu sagen? Was ist eigentlich in der 1.9 so Neues hinzugekommen? Im Menü haben sie was angepasst. Da kriegt man jetzt aktuelle News. Dann haben wir, glaube ich, Radio. Das war aber jetzt eng. Das war jetzt aber knapp. Dann das Berliner Schloss haben sie irgendwie hinzugefügt. Ein paar Fehler wurden behoben, auch gerade jetzt bei dem Bus. Oh, ist das schön, dass ich jetzt so rumfahren kann. Das finde ich echt schön, dass ich jetzt einfach mal so ein bisschen nach links und rechts glotzen. Finde ich super. Ja, finde ich toll. Neue KI-Fahrzeuge wurden hinzugefügt. Das soll es hier geben. Und, also vielleicht wird ja vielleicht die LKWs da drüben. Naja, mal schauen. Wenn ich nach rechts oder links, dann schwenkt er automatisch wieder zurück. Das finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Könnte auch beim Euro-Truck-Simulator so sein. Wie gesagt, ich habe meine Einstellungen so gemacht, wie ich das quasi so beim Euro-Truck-Simulator kenne. Um einfach, ja, ein bisschen zu wissen, wo es ist. Ne? Also nicht überall neu zu lernen. Aber irgendwie kann ich meine Türe nicht mehr öffnen. Der Taste. Eine Sache hinzugefügt, die anderen wieder weg. Naja, okay. Ach, guck mal hier, die LKWs, die sind doch neu, oder? Würde ich jetzt fast sagen, dass die jetzt neu sind. Aber die KI-Fahrzeuge sehen definitiv schon sehr hübsch aus. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, weil sich das ja alles so ein bisschen zieht. Inwiefern oder wie die das machen. Guck mal hier, DHL. Ja, TML. Inwiefern sie die Versprechung, die sie uns gegeben haben, auch umsetzen. Das bedeutet für mich ganz, ganz wichtig, Mod-Support. Oh, Feuerwehr fährt lang. Oh, schön. Das wäre auch cool, wenn da vielleicht auch mal die Feuerwehr mit Blaulicht unterwegs ist oder Polizei. Ja, das scheint auch neu zu sein, ne? Ein paar Transporter-Autos. Ja, okay. Wenn euch irgendwas noch auffällt, ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe jetzt nur ganz kurz rüber geguckt. Aber hier so, das hier finde ich auf jeden Fall stark. Nein, kommen wir nochmal zurück. Worauf ich nochmal hinaus möchte. Abschleppwagen, hier UPS. Da braucht ihr doch eigentlich nur eine Mod-Community. Ja, also wie gesagt, dass Mods unterstützt werden. Ja, das bedeutet am besten über einen Steam Workshop, dass man es aktivieren kann, weil wir sehen es ja im SCS Multiplayer, also im Konvoi-Modus, wenn jemand eine Session aufmacht, werden die einfach geladen
Und dann kann man auch mit Mods unterwegs sein, mit alten, mit einem schönen Icarus-Bus, wenn die Mod-Community da sowas in der Art hinkriegt. Und. Das wäre absolut genial. Und man das dann automatisch runterladen kann. Also Mod-Support und natürlich der Multiplayer. Ja, das sind wesentliche Punkte, wo ich immer wieder sage, das ist essentiell wichtig. Ja, sonst hat ein Simulationsspiel keine Chance mehr, heutzutage langfristig, und ich sage langfristig, bei den Spielern dran zu bleiben. Ist MAN-Bus? LKWs? Guck mal hier, MAN-LKWs. Oh, sowas würde ich mir ja auch wünschen. Das sind doch MAN-LKWs. Ja, doch. Aber eine Blinkerkamera zur Option wäre eigentlich auch noch cool. Ich weiß nicht, ob das schon drin ist. Also wenn ich blinke, dass er da ein bisschen nach links oder rechts guckt. So, kommen wir doch mal weiter. Weil es kommt ja noch dieses Spiel, das nennt sich der Autobahn-Polizeisimulator. Da muss ich wirklich sagen, im Koop wäre es vielleicht richtig interessant, aber nicht in der Optik. Ich weiß nicht, irgendwie spricht mir das gar nicht so an. Also ich habe nicht gerade positives Feedback ja so als Nachrichten so bekommen oder bei uns jetzt. Und das ist dann eigentlich immer schade, weil dieses Setting ist definitiv sehr interessant. Autobahn, Polizei, sogenannte, oder Straßenbau, Meisterei, ja. Da habe ich immer, ja, man spielt das vielleicht ein paar Mal, hat ein paar Missionen gemacht, aber zusammen mit einem Freund oder wenigstens im Koop wäre das optimal. Und worauf ich mich richtig dolle wünschen oder was ich wirklich fühlen möchte, wäre wieder ein Bausimulator. Wie der Bausimulator 15. Ja, das, da hätte ich richtig Lust drauf. Mit Mod-Support und. Man hat ja angefangen. Und bei uns sind die Jungs wieder am Bausimulator spielen, weil ich gesagt habe, ich möchte da vielleicht mal wieder das ein oder andere Video machen. Wobei, oh, also Voice sind noch nicht da. Also hier wird noch nicht geredet. Ja, und das sind halt solche Sachen, die halt ein bisschen schade sind, ne? Ja, ein Polizeieinsatz wäre jetzt zum Beispiel auch noch an, als Gimmick hier irgendwo an der Seite. Schön, ne? Oder ein Auto, was eine Panne hat, man muss dann rechts rüber und Post, die hier übersteht. Was denn eigentlich mit den Spiegeln? Die verzerrt irgendwie das Bild so ein bisschen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, 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 oh. Ich jetzt irgendwo hingefahren? Oh ja, ich bin ziemlich nah dran, ne? Warte mal. Oh, ist aber enge hier, ey. Junge, Junge, Junge. Aber zum Glück meckern die Jungs und Mädels nicht hier. Ja, wie gesagt, da habe ich irgendwo ein bisschen Angst bei diesem, wo viel Mühe reingesteckt wird, aber es irgendwo, wenn ich sage Polizeisimulator 3, den wollen sie dann noch, was wollen sie denn, 4, 5, 6 und das alles so in der, die sollen sich doch mal die großen Spiele mal angucken, zum Beispiel Landwirtschaftssimulator. Wie funktioniert das? Warum bleiben die Leute da? Weil Mod-Support, Multiplayer, so wie beim Euro-Truck-Simulator, da muss man vielleicht das Genre gucken. Und das würde ich mir definitiv bei The Bus hier auch wünschen. Weil der Fernbus-Simulator hat ja angefangen und es ist ein tolles Spiel. Würde es im Multiplayer gehen mit richtigem Busunternehmen, wo man mit seiner Crew zusammenfahren kann und sich dann in so ein Board messen kann, ja, hier die Firma hat so viel Angestellte und fahren und ja, mit Freunden zusammen oder mit anderen. Das wäre doch cool. Ja, und dann macht man da halt seine Touren. Ja, also wie gesagt, das hoffe ich, dass hier zum Beispiel sowas in der Art auch gibt. Oder sie das hier machen. Mit vielleicht auch Überlandfahrten. Ja. Wir fahren mit einem Bus irgendwie in eine kleine Stadt und dann fahren wir da ein bisschen auf die Dörfer raus. Wäre doch optimal. Ja, aber mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Dieses Jahr, Anführungsstrichen, soll ja das Spiel rauskommen. Dann aus der Early Access raus. Und da, ja, mal gucken, wo Sebastian im Endeffekt landet. Was alles für uns dann kommt. Warte mal, wir sind jetzt. Fahren wir mal wieder rüber.
Mensch, halt doch nicht an, du Ei. Sowieso. Ah, ein Blinker. So, jetzt gucken wir mal. Das sieht aus wie so ein DAF-LKW, ne? LOS. Okay, Land oder Spree. Alles meine Gegend. Berlin, 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 Berlin. Aber irgendwie, wenn ich jetzt so ein bisschen so überlege, was für ein Simulator ich gerne hätte, wäre es wirklich ein Bausimulator. Ich hätte voll Bock. Also, dann mit 4-Mann-Koop hätte ich voll die Lust drauf, ey. Was ist das für ein Ding? Was ist denn das hier? Ach so. Ja, mal gucken, wann wir das erste Mal anhalten können. Oder steht da noch Betriebsfahrt dran? Boah, ist aber enge. Boah, ist aber... War das schon immer so enge? Steht immer noch Betriebsfahrt dran. Ja, dann machen wir heute Betriebsfahrt. Wir müssen mal mit dem Bus eine Runde drehen. Wo will er uns eigentlich hinbringen? Mal auf die. Müssen wir jetzt hin? Wir fahren jetzt komplett durch die Stadt. Ach, das hier, das ist doch noch ein neuer Betriebsplatz, den wir jetzt da abfahren müssen. Ah ja, stimmt ja. Also da ein Betriebsbahnhof wurde jetzt auch noch dazugefügt oder hinzugefügt. Genau, ja, hinzu. Und ja, den werden wir mal angucken, ne? Mal sehen, ob wir es schaffen. Machen wir ein bisschen schneller fahren. Oh, die Ampelphase war aber wirklich schnell. Oh, hier die ganzen Blöcke, ey. Oi, 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 oi. Ja, wir müssen von dem Betriebsbahnhof zum nächsten. Wir müssen eine Überstellung machen von dem Bus hier. Also brauchen wir jetzt nicht anhalten. Ja, mal gucken, wie schnell wir hier durchkommen. Boah, da werden wir das Schloss, glaube ich, gar nicht sehen, das Berliner Schloss. Nee, der will, dass wir hier anhalten, ne? Parkplatz. Aber wenn ich doch hier hinfahre, dann ist doch keine Betriebsfahrt mehr. Ach, das heißt einfach nur so, weil wir bis dorthin fahren, aber dann hätte doch die ganze... Na komm, wir fahren mal ran. Fahren wir hier hin. Ach, hätte anders fahren müssen. Naja, gut. Bin richtig erhellt. Ach, da ist ein Parkplatz? Ach, hier könnte ich... Ist das jetzt auch neu? Hier auf dem Parkplatz mich hinstellen und dann irgendwie eine Rast oder sowas. Ah, jetzt ist das Ding. Warte mal, jetzt müssen wir gucken. Die Türen gehen nicht offen. Oder muss ich auf dem Platz im Michelangelo-Straße. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Hat das umgeschaltet? Ja, er hat das umgeschaltet. Ach, guck an. So. Er macht die Tür nicht auf. Ich muss mal ins Menü gehen, Freunde. Hatten Sie ja, von einer ganzen Weile mal ein bisschen umgeändert. So, wir gucken mal. Türen vorne, hinten, alle Türen öffnen. Ich mache das jetzt einfach mal. Türen öffnen.
Öffnen, vorne, Mitte, hinten. Ich guck mal, ich mach mal anwenden. Halten. Kann die, warte mal. Ich muss mal, ich versuch mal mit einer anderen Taste. So. Also, Tempomat brauchen wir nicht, Feststellbremse brauchen wir auch nicht. Ach so, warte mal, Tempomat, ja, hätte Tempomat-Taste genommen, ne? Löschen. Oh. Vorne, hinten, Mitte. Türfreigabe aktiv. Hintere Türfreigabe. Hintere Türfreigabe, was ist das? Hintere Türfreigabe. Ich will einfach nur alle Türen öffnen. Probier mal. Oh. Okay. Das ist jetzt gespeichert. Jetzt habe ich wieder zu schnell gedrückt. Ah, hat er nicht gespeichert. So. Anwenden. Macht er nicht. Das ist ein bisschen komisch, warum der das nicht macht. Aber das Betriebsgelände da hinten, das können wir uns ja durchaus mal in späteren Verlauf mal angucken. Heute werden wir hier bestimmt nicht alles hinkriegen. Hier steht einer. Ganz langsam fahren. Gar keinen oberen Blinker hier. Eng. Oh, Junge. Müllautos fahren hier rum. Alles ist schon ganz cool, wenn man jetzt hier das alles hat. G-Modelle. Also ist definitiv ein Markt dafür. Hier Leute, G-Modelle. Und hier viel Verkehr. Guckt euch das mal an. Und hier haben wir den... Ah, das ist der DAF-LKW. Da gibt es Iveco, Mercedes... Hier scheint Mercedes-Ding zu sein. Ach, hier mit MAN. Oh, der wartet, siehst du? Weil wir selber MAN fahren. So. Ach, herrlich. Das macht schon Laune. Also, das Fahrgefühl kommt auf jeden Fall sehr gut rüber. Das haben ja schon mal ein paar Busfahrer so selbst schon ihren Senf dazu gegeben. Und man muss aber eins immer wieder sagen. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel und es wird nie so hundertprozentig die reellen Gegebenheiten darlegen können. Oh, da hustet jemand. Bus. Ja, das ist ja nicht schön. Wurscht, fahren wir mal rüber. Und da müssen wir mal gucken. Aber schade, dass die Tasten jetzt nicht funktionieren. Ey, muss auf der Tastatur das machen. Aber welche Taste ist denn jetzt eigentlich? Ja, das ist... Sorry, aber... F9, F11, alle Türen. Nee. Fernen. Löschen. Machen wir mal. Alt rückgängig machen. Irgendwie eine Taste, wo ich dann halt schneller. Ah, nee, das wollte ich doch nicht. So, dann gehen alle Türen auf. Achso, abbrechen, anwenden.
jetzt durch dieses. Der will auch noch was. Oh, erstmal gucken. AB will er haben. Ich sehe es schon so lange her. Einzel, erwachsen, okay. Einzel, ABC. Kann ich das nicht benutzen? Wie will er das jetzt nicht benutzen? Irgendwie ist hier der Wurm drin. Ich kann hier nichts machen. War keine Ahnung. Ich stelle mich zu doof an. Ja, ich muss mir das alles nochmal angucken. Vielleicht hat der eine oder andere eine Lösung, aber ich lasse die einfach mal hier warten. Ich steige einfach aus und wisst ihr, was ich mir mache? Ich renne einfach weg! Ich renne einfach weg! Ich lasse die alleine machen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie stelle ich mich gerade zu doof an. Ja, will er nicht. Aber, wenn ihr mehr von Sebastian sehen wollt, wie Maximus versagt, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und nicht vergessen, ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Und schreibt mal rein, ob ihr gerne Sebastian mal wieder als Livestream sehen wollt. Dann würde ich da vielleicht mal hier mal die Zeit nehmen und euch durch Berlin gemütlich fahren und nochmal ein paar neue Rungen angucken. Also bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, mach's gut. Bye, bye.